Willkommen bei DMG Mori. Mein Name ist Karl Doret und ich bin Produktmanager für Zelos. Computerterminals wie diese sind aus unserer Fertigung heute eigentlich nicht mehr wegzudenken. Wir brauchen sie, um das ERP oder das MES zu bedienen, ja, oder einfach um auf das Intranet oder Internet zuzugreifen. Aber solche Terminals nehmen natürlich auch Platz weg. 5 solcher Terminals brauchen etwa so viel Platz wie eine ganze Maschine. Und zudem muss ich die Informationen von diesem Terminal natürlich erstmal zu meinem Arbeitsplatz hintragen, sodass Digitalisierung an dieser Stelle unterbrochen wird. Dazu lege ich mitunter weite Strecken zurück. Stellt sich die Frage, kann ich nicht eine noch nahtlosere Integration meiner Maschine in die Shopfloor-IT ermöglichen und dabei ohne diese Terminals auskommen? Das geht, und zwar mit der neuesten Generation von Zelos. Wir stehen hier an einer CTX Beta 800 TC mit der neuesten Generation Zelos. Ja, und diese neue Zelos-Version, die hat eine ganz besondere App installiert, nämlich den Application Connector. Mit dem Application Connector kann ich von meinem Panel aus jede Software in meinem Unternehmen aufrufen und ganz komfortabel vom Panel aus bedienen. Das Ganze funktioniert über die sogenannte Remote Desktop Technologie. Und so kann ich entfernte Server oder auch den Computer in meinem Büro aufrufen und fernsteuern. Hier sehen wir zum Beispiel den Zugriff auf unser DMG Mori eigenes ERP-System. Ich kann aber genauso gut das Intranet aufrufen. Das heißt, der Application Connector unterstützt auch die Internet- bzw. Intranet-Technologie HTTP. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen also webbasierte oder internetbasierte Dienste nutzen oder Ihren Mitarbeitern einfach nur den Zugriff aufs Intranet ermöglichen wollen, dann können Sie das mit Hilfe von Zelos jetzt tun. Ja, und im Intranet kann ich zum Beispiel meine Schichtpläne einsehen, ich kann meine Urlaubsanträge verwalten, ich kann aber auch ganz triviale Sachen tun, nämlich zum Beispiel den Speiseplan in der Kantine einsehen. Ja, und dadurch wird die Maschine natürlich zum zentralen Informationspunkt in der Fertigung. Den Zugriff auf die Software, die kann jeder Kunde selbst und ganz einfach konfigurieren. Dazu geht er einfach in die Settings im Zelos, wählt dort den Application Connector aus und dann kann er sich aussuchen, ob er eine Remote Desktop Verbindung oder eine Webverbindung konfigurieren möchte. Ja, ich konfiguriere hier jetzt zum Beispiel mal eine Webverbindung. Da brauche ich jetzt nur den Namen meiner Verbindung eingeben und natürlich die Adresse des Servers. Zudem kann ich mir ein Icon auswählen, das später auf dem Desktop bzw. auf dem App Selector angezeigt wird. Jetzt brauche ich hier nur noch auf Speichern zu klicken und wenn ich jetzt zurück in den App Selector gehe, dann sehe ich hier das Logo für meine Verbindung. Das heißt, jede Verbindung, jede Software, die ich konfiguriere, taucht als eigene App auf dem Bildschirm, auf dem Hauptbildschirm von Zelos auf. Bis zu 20 Anwendungen kann ich konfigurieren. Für den Browser kann ich zudem die Zugriffe auf Webseiten begrenzen. Das heißt, ein Ausflug ins Internet auf unsichere Server ist damit nicht möglich. Und so ist die Maschine trotz ihrer Konnektivität sicher. Übrigens, mit Hilfe des Application Connectors können Sie natürlich auch die klassischen Computerfunktionen Copy und Paste verwenden. Händisches Übertragen von Informationen, das zu Fehlern führen kann, gehört damit der Vergangenheit an. Aber Zelos kann noch mehr. Eine noch tiefere Integration in Ihre IT erhalten Sie mit dem neuen Job Manager. Denn der hat jetzt eine integrierte Job-Importer-Funktion. Das bedeutet, Zelos importiert automatisch aus einem Verzeichnis die Aufträge aus Ihrem ERP- oder MES-System. Das funktioniert über eine offene und dokumentierte Dateischnittstelle. Das hört sich etwas old-fashioned an, aber wir von DMG Mori haben Wert darauf gelegt, dass diese Schnittstelle möglichst einfach ausgelegt ist, sodass jeder MES- oder ERP-Hersteller benutzen und bedienen kann. Eine Datei entspricht dabei einem Auftrag. Und diese Datei ist quasi eine Archivdatei, sowie eine ZIP-Datei. Sie enthält also Bilder, Texte und sogar den NC-Code zu einem Auftrag. Ja, und diese Archivdatei kopiere ich einfach in den Importordner der Maschine. Von dort aus erkennt Zelos automatisch, dass ein neuer Auftrag da ist und zeigt diesen sofort im Job Manager oder Job Assistant an. Und dann kann ich den Auftrag schon abarbeiten.
Wenn Sie Ihren ERP- oder MES-Anbieter auf diese Schnittstelle ansprechen und ihm unsere Dokumentation zeigen, dann weiß dieser sofort, was zu tun ist. Denn ERP- und MES-Hersteller sind Lösungsanbieter und damit auf die individuelle Anpassung von Schnittstellen spezialisiert. Sie sehen, mit der neuesten Version von Zelos öffnen wir Zelos wieder ein großes Stück und sorgen so für eine ideale Integration Ihrer Werkzeugmaschine in Ihre IT. Wenn Sie nun schon eine bestehende Maschine mit Zelos haben und trotzdem in den Genuss dieser neuen Funktionen kommen möchten, dann ist das gar kein Problem. Denn wir können Zelos auf Ihren Maschinen ganz einfach updaten. Das Ganze funktioniert unabhängig von der PLC und in unter einer Stunde. Die Daten, die Sie auf Ihrer Maschine gespeichert haben, die werden dabei sicher migriert, sodass garantiert nichts verloren gehen kann. Das war's schon wieder mit unserem kleinen Video zum Thema Zelos-Integration in Ihre IT. Wenn Sie Fragen zu diesen oder zu anderen Produkten rund um das Thema Digitalisierung haben, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail, nämlich an zelos@dmgmori.com.